Der erste Transformer bekommt nun eine eigene Origin-Story. Und so wie der Titel lautet, wissen wir alle, dass es unser gelber Liebling aus den anderen Teilen ist, nämlich Bumblebee. Ob das eine gute Idee war, diesen Film zu machen und eben die Geschichte nochmal anders zu erzählen, das erfahrt ihr in dieser Review. Try this. Mit Travis Knight hat man einen Regisseur engagiert, der bislang noch gar keinen Live-Action-Film inszeniert hat, aber eben auch erst einen Animationsfilm. Mit Kubo war das aber wiederum einer der besten Animationsfilme der letzten Jahre, sodass er auch als Lead-Animator von ganz vielen anderen Filmen auf jeden Fall ein Gespür für Handwerk und für Seele und Herz hat. Und selten ist ein Regiewechsel so krass aufgefallen wie hier, denn bislang hat ja Michael Bay die Transformers-Filme alle aus dem Regiestuhl angeführt. Hier nun Travis Knight, der einfach direkt zeigt, okay, wir machen das komplett anders. Wir haben wirklich in jeder Szene Seele und Herz und nicht einfach nur Technik und Explosion mit sehr, sehr vielen Funken. Es ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie Travis Knight das letztlich dann zusammenbastelt, auch wenn er gerade zu Beginn erst einmal auch in eine Schlacht auf Cybertron einsteigt. Und genau in diesen Momenten bin ich selber ganz persönlich jetzt nicht so nah bei den Figuren oder in der Materie drin. Für mich ist das halt dann irgendwie doch eher Quatsch und eher so, ja, okay, das sind so Action-Szenen. Ich weiß aber, dass das eben für ganz viele Fans extrem wichtig ist. Und so kann ich das auch anschauen und weiß einfach, okay, dafür ist es da. Man vergisst diese Szenen aber extrem schnell. Dafür vergisst man aber eben nicht die kompletten Szenen zwischen Hailee Steinfeld und Bumblebee. Und das funktioniert fast schon wie so ein E.T. im Jahre 2018. Wir haben eben ein großes Monster auf den ersten Blick, was aus dem Weltall als Alien zu uns kommt, aber eben mit der Welt auch überfordert ist und eben auch eine Seele und ein Herz hat, verletzlich ist. Und da gibt es einfach ganz viele wunderbare, kleine, schöne Momente. Und da sieht man einfach, man braucht nicht immer nur den Bombast, Bombast, Bombast und die große Zerstörung der Welt, auch wenn hier dieser Plot so ein bisschen eingewoben wird, sondern das Zwischenmenschliche, und das kann man hier tatsächlich bei diesen beiden Figuren sagen, ist doch das, was uns berührt und bewegt. Und das wird hier wirklich auf wunderschönste Art und Weise zelebriert. Oh mein Gott, was bist du? Und du hast keine Ahnung, wo er herkommt? Keine Ahnung. Wow. Und so lässt der Regisseur aber eben natürlich auch das entsprechende Drehbuch der Hauptdarstellerin Hailee Steinfeld auch einfach mal ein bisschen Raum, sich zu entfalten und auch Ecken und Kanten zu entwickeln und dabei einfach wirklich eine starke Hauptcharakterin zu sein, die wir so in Transformers-Filmen nicht bislang vor der Brust hatten. Und das ist das Thema Brust auch direkt wirklich einfach mal zu nennen. Es ist eben auch ein Film, der nicht über Brüste, Hintern und schön mit Lensflare noch irgendwelche sexuellen aufgeheizten Bilder produziert, sondern wir haben hier einfach eine Heldin und die soll eben irgendwie das Ganze schaffen. Und das ist schön zu sehen. Und gleichzeitig funktioniert das aber eben auch auf der Ebene von Bumblebee selbst, der eben auch etwas erreichen muss. Und so funktioniert dieses Freundschaftsbild wirklich wahnsinnig gut. Und man braucht eben keine Anspielung zu, oh, geil, ey, Megan Fox, ey, geil, ey, Wix-Vorlage, ist das geil, Hammer. So, das braucht dieser Film nicht, zum Glück. Also es braucht eigentlich keinen Film auf dieser Welt. Und das beweist Bumblebee jetzt eben par excellence. Und eben auch, dass man nicht alles über ernst nehmen muss. Das war auch echt immer anstrengend bei den Transformers-Filmen. So ging es mir jedenfalls. Immer so, yay, yeah, Militär und wow, und wir sind die Krassen und jawohl, Autobots und gegen die Decepticons und das ist alles mega krass. Auch diese Tonalität lässt dieser Film komplett beiseite, streut ganz viel Humor ein, der vielleicht an zwei, drei Stellen so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist und man sagt so, ja, okay, müsst jetzt nicht alles ins Lächerliche ziehen. Alles ist auch übertrieben, aber man hat so das Gefühl an zwei, drei Stellen, dass es noch so ein Funken zu viel ist. Genauso ist die Story jetzt selbst nicht
so krass. Ne? Also es geht eigentlich doch wieder eher um etwas, was man in solchen Filmen schon öfters gesehen hat. Der offensichtliche Gegenspieler auf der Menschenseite, John Cena, ist jetzt eben auch kein Charakter, bei dem man sagt, so, da habt ihr jetzt mehrere Ebenen eingebaut. Also ist auch eher sehr oberflächlich und eigentlich von Anfang an klar, wohin das Ganze gehen soll. Also das ist jetzt wirklich kein perfekter Film geworden, aber eben mit Herz, mit einer Seele und mit total vielen schönen kleinen Momenten, die eben auch die Actionsequenzen allesamt irgendwie an die Wand knallen. Also ja, es gibt so ein paar, die sind auch so Transformers-like inszeniert. Bisschen weniger Zeitlupe, nicht unendlich lang, dass man sagt, das habe ich alles schon mal gesehen. Also das funktioniert, aber nichts davon bleibt im Kopf hängen, sondern alles, was im Kopf hängen bleibt, sind die interaktiven Momente zwischen Bumblebee und unserer Hauptdarstellerin. Und das ist wirklich ganz Zucker, macht tierisch viel Spaß und ist für mich eine der großen Überraschungen, die ich in diesem Jahr im Kino gesehen habe. Wirklich blitzsauberes Entertainment-Kino kann ich euch empfehlen. Pro und Contras habt ihr ja auch schon eingeblendet jetzt gesehen. 7 von 10 Punkten. Hätte ich nie gedacht, wirklich aus ganzem Herzen eine Sehempfehlung. Geht ihn euch anschauen, er ist wirklich total schön geworden und funktioniert fast als kleiner Film. Richtig, richtig gut. Bumblebee, tolles Ding, 7 von 10 Punkten. Habt ihr den schon sehen können oder schäumt ihr gerade noch vor Wut, weil ich Transformers kritisiert habe, um Bumblebee wiederum positiv zu besprechen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Ich verlinke euch einmal meinen Aufruf zu meinem Solo-Programm, den werde ich jetzt, glaube ich, immer verlinken bis April. Schaut da mal rein, ich komme auf Tour mit meinem Solo-Programm, es wird lustig, es wird melancholisch, fast wie Bumblebee. Oder eine andere Review, schaut da gerne rein und dann sehen wir uns bald wieder hier in der Filmlounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu. Gott, ich bin sowas von erledigt.